Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WW2K19, dem Community Universe, dem Evoverse. Ja, es geht mal wieder weiter. Extreme Roots ist Geschichte und Havoc sind zurück im Evoverse, beziehungsweise Havoc sind jetzt im Evoverse, weil die EWO ist es ja nicht. Das ist ja ein komplett neues Stable, die sich etwas zur Aufgabe gemacht hat. Und was da so passieren wird, das werden wir auf jeden Fall in den weiteren Folgen sehen. Ich würde aber sagen, wir werden jetzt gar nicht so viele Worte verlieren, denn wir haben ein bisschen Zeitdruck, weil ich mich tatsächlich gleich weg muss. Und deswegen stürzen wir uns einfach mal in die heutige Folge rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, Ricardo Balesca Jr. mit einer Promo am Anfang wird dabei von Seth Rollins unterbrochen. Dann war Heath Slater, No Way Jose und Kalisto in einem Triple Threat Match. Holt sich No Way Jose den Sieg. Fandango und Tyler Breeze gegen The Revival. Die holen sich Fandango und Tyler Breeze tatsächlich den Sieg. Dann haben wir AOP gegen die Good Brothers. Hier holen sich AOP den Sieg. Rey Mysterio, Drew McIntyre, Sami Zayn und AJ Styles in einem Fatal 4-Way Match. Hier holt sich AJ Styles den Sieg. Dann haben wir noch Samoa Joe gegen Braun Strowman. Hier gewinnt Samoa Joe und im Main Event Robert Root gegen Baron Corbin. Hier holt sich Robert Root den Sieg. So, dann schauen wir in die News rein. Da haben wir die Rivalität von Dash Wilder und Scott Dawson mit Fandango. Tyler Breeze hat sich zu einer regelrechten Schlacht entwickelt. Eine alte Rivalität loderte neu auf, nachdem Ricardo Balesca Jr. seinen ehemaligen Feind in den Ring gerufen hat, dass Seth Rollins kam und die beiden hatten eine hitzige Debatte über die Mikrofone und zeigen sich mit dem Beginn, mit dem Ergebnis ihres letzten Matches unzufrieden. Sie wollen die Rechnung begleichen, wenn der Einsatz am höchsten in einem Championship-Match. Realitäten haben wir noch 4 Wochen, einmal Fandango Tyler Breeze gegen The Revival, 2 Plätze frei, Robert Root, Heath Slater und Ricardo Molesca Jr. gegen Seth Rollins. Championship Ranking darf natürlich auch nicht fehlen, wo es ein paar Platzveränderungen gab. Allerdings finde ich das Lustige, ich habe definitiv eben Samoa Joe auf den letzten Platz gesetzt, bevor ich diese Folge begonnen habe. Jetzt ist er trotzdem wieder vor Bray Wyatt, sondern sehen wir einmal hier die US Championship Rangliste und dann noch hier unsere Tag-Team-Rangliste, wo es auf jeden Fall auch wieder neue Champions gab, was wir gestern gesehen haben. Dann gehen wir jetzt mal zu SmackDown rüber und schauen, was da heute so passiert. So, dann war Kevin Owens gegen Lars Sullivan. Hier holt sich Kevin Owens, Dankeschön. Kevin Owens holt sich den Sieg. Daniel Bryan und Rowan treffen, also Rowan als Manager gegen Apollo Crews. Hier holt sich Daniel Bryan den Sieg. Dann haben wir Elias, Finn Balor und Shelton Benjamin. Hier holt sich Finn Balor den Sieg. R-Truth trifft auf Jinder Mahal. Hier holt sich Jinder Mahal den Sieg. Andrade, Randy Orton, Aleister Black und Mustafa Ali in einem Fatal 4-Way Match. Hier holt sich Randy Orton den Sieg. Kofi Kingston gegen Sheamus. Hier holt sich Sheamus den Sieg. Und im Main Event sehen wir Nakamura und Rusev gegen Xavier Woods und Big E. Hier holen sich, oder beziehungsweise, ja, doch, hier Nakamura Rusev Day holen sich hier den Sieg. Den Sieg natürlich, nicht den Sieg. Ich sollte mich vielleicht nicht so hetzen lassen, auch wenn ich ein bisschen Zeitdruck habe, dann rede ich auch nochmal. Roman Reigns trat nach dem Match von Kevin Owens auf die Bühne und ließ den Champion und das Publikum wissen, dass der Titel bald ihm gehören wird. Wir werden sehen, ob der Champ sich wegen der Botschaft und seiner Konkurrenz Sorgen macht. Was haben wir denn hier? Wir haben tatsächlich eine Rivalität mit Roman Reigns und Kevin Owens, sehr nice. Die scheint jetzt neu zu sein. Ja, dann haben wir noch 8 Wochen. Naka Rusev Day gegen das B-Team, allerdings kann ich da sagen, das werden wir nicht mehr lange sehen, denn die haben ja den Titel gnadenlos verloren. Aleister Black gegen Daniel Bryan geht ebenfalls noch 4 Wochen. Ich würde sagen, die löschen wir auch dann direkt, weil, wie gesagt, das Match gab es jetzt schon. Die haben versagt, also weg damit. Championship Ranking gucken wir dann auch rein. Da ist Sheamus momentan der Hauptherausforderer. Aber Roman Reigns hat ja irgendwelche Ansprüche angemeldet. Also schauen wir mal, wie das da so weitergeht. So, dann Chad Gable. Auch hier das Gleiche, den habe ich auch auf den letzten Platz gesetzt. Aber er ist irgendwie schon wieder an Apollo Crews vorbei. So, dann sehen wir hier das aktuelle Ranking bei den Tag Teams. Ihr seht es ja auch, das B-Team habe ich auf den letzten Platz gesetzt. Und sie sind auch geblieben. Ja, Matt Hardy momentan noch ein bisschen in der Selbstfindungsphase. Damit gehen wir mal zu NXT rüber und schauen, was wir dort so zu sehen bekommen. Wir machen weiter mit NXT, wo Hazardous Tiro heute auf Tom Mitchell trifft. Hier holt sich Hazardous Tiro den Sieg. Big Ray gegen Velveteen Dream. Hier holt sich Big Ray den Sieg. Dann haben wir der Predator, Adam Cole, Kaizuke Masters und den Leonard. Hier holt sich der Predator den Sieg. Arc Enemy gegen The Butcher. Hier holt sich Arc Enemy den Sieg. Adam Black und JDB gegen Ultra Demon und Jonathan the Demon. Hier holen sich Adam Black und JDB den Sieg. El Drago gegen Ace Wright. Das Match, was wir uns heute anschauen werden. Schwung ist natürlich schnell. Einzug ein. Los geht's. So, und da sind wir in der NXT Arena. Und als erstes sehen wir dann mal den El Drago, wie er hier zum Ring kommt. Ach nee, der kann man sehen hier. Hat er Asyl in der Umkleide von Goldberg bekommen. Dragoberg. Das klingt ja wie Dagobert. Dragoberg. Er macht schon auf jeden Fall auf den Weg zum Ring. Sieht aber ganz cool aus auf jeden Fall.
Ist halt nur schade, dass da wirklich immer dieses Goldberg steht. Also, es wäre ja eigentlich meiner Meinung nach von den Entwicklern ein bisschen schlauer, weil die wissen ja, dass sich Leute sowas erstellen, wenn man das dann einfach neutral macht, wenn dann einfach da gar kein Schild wäre. Ich glaube, das würde keinen interessieren, wenn da kein Schild wäre. Aber auf jeden Fall finde ich den Entrance gerade echt nice. Schön gemacht, wie er da erst aus der Kabine kommt und dann dieser Ricochet-Übergang. Das sieht cool aus. Also richtig, richtig stark. Und das ist jetzt tatsächlich auch mal ein Entrance-Zusammenspiel, wo man eigentlich gar nicht merkt, dass da jetzt ein Cut war. Jetzt gerade hat man einen gesehen, aber gut, das lässt sich dann eben manchmal nicht vermeiden, weil das sah echt richtig gut aus. Da hat jemand Mühe gegeben. Der ehemalige Nightmare Giant und Ace Mountain, der jetzt hier bei NXT sein Glück versucht. Gucken uns auf jeden Fall den Entrance mal zum komplett an, weil vielleicht passiert da noch ein bisschen was. Na, jetzt springt er in den Ring rein über das oberste Seil. Und da ist, glaube ich, mal die Ricochet-Bewegung. Mit ein bisschen Feuerwerk. Hoffentlich fängt die Arena nicht an zu brennen. Weil so groß ist die ja nicht bei NXT. Ja, gut. Auf jeden Fall, El Drago ist da mit Armringen angekommen. Und wir warten dann nochmal auf Ace Wright, der auch noch nicht so lange im Evoverse dabei ist. Denn da passt das immer ganz gut, wenn wir dann Leute gegeneinander antreten lassen, die man halt noch nicht so oft gesehen hat. Ziehen wir auf jeden Fall hier einen zum Beispiel Velveteen Dream oder so vor. Da kommt erstmal Ace Wright auf der Stage zu sehen. Mit dem Shelton Benjamin Titantron im Hintergrund. Es gilt übrigens immer noch das, was ich euch mal angeboten habe vor ein paar Tagen. Weil ich diese Titantrons eben ein bisschen blöd finde. Es gibt ja die Möglichkeit, dass ihr ein eigenes Bild erstellt. Das am besten bei Photoshop oder der Gratis-Alternative GIMP. Und wenn ihr das dann da reingeladen habt, beziehungsweise auch in die Community halt, am besten unter wieder den gleichen Hashtags EvoVerse und Evo2KTV, dann würde ich von euren Wrestler oder euer Stable würde ich dann auch wirklich mir nochmal die Mühe machen und das Bild aktualisieren. Weil da kann man, glaube ich, schon sagen, wenn sich jemand hinsetzt und mit Photoshop ein Bild erstellt, was halt auch wirklich zum Charakter passt, dann ist davon auszugehen, dass der nicht in naher Zukunft aus dem Evoverse verschwindet, weil sowas dauert ja auch eben seine Zeit. Und damit bringen wir das Ganze eben nochmal auf eine etwas persönlichere Ebene. So wie zum Beispiel gestern, ich weiß nicht, ob ihr das gestern gesehen habt bei diesem Havoc, was wir da hatten, oder die Black Invasion, die hat ja auch das Black Invasion Logo. Solche Dinge sind damit eben gemeint. Ja, Ace Wright auf jeden Fall zeigt mal, was er für einen schicken Mantel anhat. Das ist alles Kaschmir. Und ja, damit geht's dann mal hier mit dem Match los. El Drago gegen Ace Wright. Schauen wir mal, wer sich hier durchsetzen kann. So, Ace Wright wird da, das sah jetzt ein bisschen komisch aus, dass dieser kleine Mann so ein Reversal gegen so ein Tier da zustande kriegt. Guckt euch diesen Größenunterschied an. Ja, Ace Wright hebt ihn jetzt mal hoch. Ja, und zeigt dann einfach einen Uppercut, nachdem er den da fallen lässt. Ja, muss Drago sich jetzt was einfallen lassen. Jetzt gibt es erstmal einen Rip ins Ringseil. Ja, macht er oft. Aber jetzt hält er sich dann doch fest. Und wieder dieser Reversal mit dem Reverse DDT. So, jetzt schlägt Wright an ihm vorbei. Und er macht es wieder. Und nochmal der Uppercut. Ja, das ist für mich so wieder das perfekte Beispiel, dass dringend an diesem Reversal-System sich etwas ändern muss. Weil ich meine, der Drago hat jetzt nichts eingesteckt in dem Moment und der hebt den hoch und der lässt sich das gefallen. Weil ein normaler Mensch oder so oder in der Realität würde man ja als Wrestler dann auch dagegen ankämpfen. Und das passiert in solchen Moves einfach nicht. Und da wünsche ich mir wirklich nochmal Nachbesserungsbedarf von 2K. Vielleicht sollte ich wirklich mal ein Video machen, das mal 2K zukommen lassen. Weil ich glaube, in manchen Dingen spreche ich ja auch schon ein bisschen für die WWE-Community. Wir können echt mal sammeln. Was wünscht sich die WWE-Community so an Gameplay-Änderungen und sowas? Ich meine, jetzt so Story-Wünsche oder Karriere müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht reinpacken.
Das werden die selber wissen bei 2K. Aber einfach Gameplay-Änderungen, weil vielleicht ist das, wenn die das programmieren, vielleicht sehen die das ja gar nicht so wie wir. Auf jeden Fall El Drago hat jetzt ein bisschen das Kommando übernommen hier in dem Match. I know it's somewhat early still, but this could be a pivotal point in this match, guys. Let's see how he reacts here. Erst die angetäuschte Clothesline sagen und dann zieht er nochmal zurück. Hier der Irish Whip in die Ringecke. Und der Pinfall, damit ist gestern ein Championship-Match entschieden worden, heute nicht. Was auch der größte, ohne Mist, da bin ich immer noch sprachlos drum. Ein Irish Whip sorgt für die Entscheidung. Ja, den zieht aber lange durch. Kann sich Drago nicht draus befreien. Das ist erstaunlich. Ja, jetzt der Kick in den Rücken. Das ist ein sehr langsames Match. Das liegt vielleicht auch daran, dass die jetzt, ja, Ace Wright ist jetzt halt ein Riese. Aber hier Drago sieht eigentlich für mich aus wie so eine kleine Kampfmaschine. Den erwarte ich solche Moves eigentlich hier wie so bei King Medaru. Hat so ein bisschen was hier von Street Fighter von früher, oder? Kennt ihr noch diesen einen bei Street Fighter, diesen Knochenmann? An den erinnert der mich. Auf jeden Fall der Kickout von ihm. So, jetzt rollt er ein. Pinfall. Eins. Zwei. Nee. Reicht immer noch nicht, weil das hätte mich jetzt auch schwer gewundert. Slingblade. Und dann macht er sogar hier diese Bewegung, ich weiß nicht, wie heißt denn der nochmal? Bei Street Fighter. Das muss ich jetzt googeln. Das interessiert mich. Street Fighter Character. So, hier müssen wir. Ich glaube, war das Ryu? Nee, Ryu war das nicht. Warum sind das hier nur 8 Stück, Mann? Müssen wir auf das Match auch noch halbwegs konzentrieren. So, jetzt gibt es hier einen Samoan Drop, auf jeden Fall von Ace Wright. Pinfall, reicht das? Eins, zwei. Oh, im letzten Moment der Kickout. So, hier haben wir eine Auswahl. Warte mal. Ich glaube, ist das Sagat? Ich glaube Sagat, oder? Es könnte Sagat sein, tatsächlich. Aber Street Fighter Sagat. Ja, ich glaube, der ist das. Auf jeden Fall, jetzt schauen wir. Jetzt will er hier, unser Sagat will jetzt den Sagat zumachen. Jetzt kommt der Kick in die Weichteile. Jetzt schauen wir mal, ist das das Ende? Jo! El Drago setzt sich hier in diesem Match durch. Glückwunsch dazu. Das war auf jeden Fall mein Statement. So kann man mal so einen Riesen abfertigen. Numero Uno ist sein Name. Ja, irgendwie jetzt ein Match, was jetzt vom Tempo nicht so sehr gelebt hat, aber das muss ja auch mal sein. Gehört ja auch dazu. Ja, wir gucken uns seine Siegesfeier an. Und sind mal gespannt, was sein Charakter dann so in den nächsten Wochen so auf die Beine stellt. Der Drago hat den auch schön gemacht mit dem Namen auf der Hose. Es ist gut umgesetzt. Wir gehen dann mal weiter. So, dann haben wir noch Van Knight und Pascal Mason. Zwei Rivalen gegen hier die Sons of Destiny. Die Sons of Destiny wünschen allerdings den Sieg. Und ja, das war sogar schon der Main Event. Dann gehen wir mal zurück ins Menü. So, dann schauen wir mal einmal die Rivalitäten. Da haben wir noch 3 Wochen.
Und ja, da haben wir noch 3 Wochen von Knight gegen Pascal Mason. Dann die News natürlich nicht vergessen. Die Probleme zwischen Pascal Mason und von Knight sind weiterhin deutlich sichtbar und waren in diesem Match einfach zu viel. Ihre Niederlage sorgt für zusätzliche Spannung zwischen ihnen und die Menge ist bereit für den großen Knall. Tom Mitchell hat seine Absichten deutlich gemacht, indem er vor Beginn des Matches hazardous Tear überfallen hat. Er möchte seinen Gegner verletzen und wird ihn angreifen, wenn er es am wenigsten erwartet. Championship Ranking gucken wir dann selbstverständlich auch rein. Hat Big Ray Plätze gut gemacht, The Butcher hat Plätze verloren. Hier bei der Midcard Division ist wieder einiges passiert, wie wir hier gerade sehen. Dann haben wir die Tag Team Division. Achso, die ist ja sowieso in dem Sinne egal. Denn entscheidend ist immer das, was nach BCW passiert. Aber wir haben gerade gesehen, da ist nichts passiert. Dann schauen wir mal, was bei BCW heute so los ist. First match of the night. Here we So, dann haben go. wir David Tag Hawkins team und matchup, Jack by the the way. Hammer Cole gegen die Demons of Underworld, die dort den Sieg holen. Pete Dunne, Alexander Wolf gegen Kenshi und den Steve. Hier holen sich Kenshi und der Steve den Sieg. Dan Madison gegen Adam Gabriel, hier holt sich Adam Gabriel den Sieg. Der Time Hunter gegen Elkins von Steiner, hier holt sich der Time Hunter den Sieg. Satoru gegen Ben Punk, hier holt sich Satoru den Sieg. Chrome Basham gegen X-King Tobias, hier holt sich X-King Tobias den Sieg. Dennis Raven gegen Derrick Goldman Jr., hier holt sich Derrick Goldman Jr. mal wieder einen Sieg von den Sons of Destiny. Also bei denen läuft's. So, dann schauen wir mal rein, was wir da haben. The Time Hunter hat ein reguläres Match gegen Elkins von Steiner gewonnen. Nach der Schlussglocke aber weiter auf seinen Gegner eingeprügelt. Vielleicht möchte dieser Superstar deutlich machen, dass er vor dem Titelkampf eindeutig die Oberhand hat. Die Feindseligkeit zwischen den Gegnern drohte nach dem aggressiven Wortwechsel zwischen ihnen überzukochen. Alexander Wolf versuchte seinem Rivalen eine Kostprobe seiner eigenen Medizin zu verabreichen, indem er ihn im Tag-Match überrumpelte, aber Pete Dunne revanchierte sich mit einem Angriff und ließ ihn dann alleine im Ring stehen. Ja, dann gucken wir nochmal in die Rivalitäten rein. Da haben wir noch 9 Wochen Time Hunter gegen Elkins und 3 Wochen Pete Dunne gegen Alexander Wolf. Also unten weitere Rivalitäten wären bald möglich. Championship Ranking. Schauen wir nochmal rein. Ist Derrick Golden Jr. an Black Baldwin vorbeigezogen. Dann Gabriel und Fabs sind am Chrome Basham, Dan Madison und Kingover vorbei. Und jetzt haben wir auch mal wieder eine Änderung bei der Tag Team Division. Da sind die Blood Brothers an den Cleaners vorbeigezogen. Und ja, damit wären wir dann hier fertig. Wir gehen dann mal zu ECW rüber und schauen, was dort passiert. ECW beginnt und selbstverständlich muss heute einer diese Show eröffnen. Das kann nur Evo 2K sein und da stürzen wir uns mal in die Promo rein. What could this be about? So He's Leute, ready to lay it und all out ja, right here. Let's da listen and ist see. Evo 2K am Ring angekommen. Ich kann euch sagen, ignoriert einfach das, was heute hier so textlich unten drin steht. Denn das Ganze wird doch so ein bisschen Freestyle. Denn ich will heute mal ein bisschen erklären, warum Havoc jetzt im Evo-Ross ist. Also der ein oder andere wird sich ja sicherlich daran erinnern, die Black Invasion ist zurückgekehrt. Und sie haben direkt mal alle Leute abgefuckt, nur um quasi wieder so on top zu kommen. Also die haben alles und jeden wahllos attackiert. Ein Kin Medaro wurde von denen niedergeprügelt, beziehungsweise hat Kin Medaro den eigentlich dann doch gezeigt, dem Iceman, wo der Frosch die Locken hat. Dann wurde ein Michael Adams komplett zerstört. Und ja, natürlich nicht zu vergessen, wurde auch ein Walter attackiert. Und ja, Havoc, der Zusammenschluss aus EVO 2K, Mark Barrett, Hergy und Delta. Wir haben uns gesagt, ey, das gucken wir uns nicht mehr alles länger an. Wir müssen ja zum Zeichen setzen. Und ein Team wie die Black Invasion, die alles jetzt bei SmackDown erreicht hat, was es zu erreichen gab, haben die es denn wirklich nötig, jetzt wirklich einfach wieder out of nowhere zurückzukommen? Dann einfach wirklich auf jeden einzuprügeln. Ich weiß es nicht, ob das jetzt so denen ihr neues Motto ist. Vor allem jetzt machen sie auf einmal hier auf Biker. Hier kommt aber ohne Motorräder zum Ring. Wahrscheinlich ist das Geld den Ausgang, nachdem sie die 2 Monate jetzt sich hier aus dem Everest zurückgezogen haben. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, wir von Havoc haben uns jetzt überlegt, wir werden ein Zeichen dagegen setzen. Wir werden bei ECW aufpassen, dass diese kleinen Schmarotzer nicht mehr hier einfach so in den Ring zurückkehren oder Backstage irgendwelche Leute attackieren. Wir werden Zeichen setzen und wir werden uns das Ganze nicht länger gefallen lassen. Wir stehen hier für das Evoverse und wir werden für jeden Einzelnen kämpfen, der lange gebraucht hat, um sich hier wirklich einfach mal hochzukämpfen, um überhaupt bei ECW anzukommen. Und das geht einfach so nicht, was die gemacht haben. Und ich denke mal, ja, ihr könnt euch schon denken, die Black Invasion ist heute gar nicht hier. Denn ein Iceman ist zum Beispiel verletzt. Der hat ja ein bisschen zu lange in den Fernseher reingeguckt. Und ein gewisser Herr Magic, ja, keine Ahnung. Ich habe mal gehört, der war mal Fahrlehrer in einem anderen Staat gewesen. Und hatte da anscheinend einen kleinen Verkehrsunfall. Und ist da so ein ganz kleines bisschen auf die Windschutzscheibe eines Autos geknallt.
Und ja, der Dragon, der hat jetzt natürlich heute damit zu tun, dass er im Krankenhaus ist. Der muss ein bisschen hier so die Bluttropfen ein bisschen abtupfen und all das eben. Um solche Dinge muss er sich halt kümmern. Deswegen ist euer Champion, der er behauptet zu sein, ist heute nicht da. Und ich kann euch aber sagen, Havoc ist da und wir passen jetzt auf, dass dieser Bullshit aufhört. Und stellt euch drauf ein, wir werden definitiv hier für ECW stehen. Wir werden Extreme Rules neu revolutionieren, so wie es noch keiner gesehen hat. So, und dann sehen wir jetzt zum Beispiel Michael Adams gegen den Walter und da setzt sich der Walter in diesem Match durch. Und dann haben wir den Killer Gamer gegen JCC Styles, hier holt sich JCC Styles den Sieg. Und dann haben wir ein Match, Jerome Lanzer, ein Jobber, gibt sich heute die Ehre und trifft auf Tracer, der heute das erste Mal von Paul Heyman zum Ring begleitet wird. Hier ist der Schwung schnell, Einzug selbstverständlich ein, los geht's. So Leute, und da sind wir dann hier bei ECW, beim Match von Tracer. Wir haben jetzt gerade den Herrn Lanzer schon gesehen. Das ist der heutige Jobber des Tages, beziehungsweise gehen wir davon aus, das ist der Jobber des Tages. Und hier kommt Tracer in Begleitung von Paul Heyman. In dem Outfit wollte ich übrigens auch Paul Heyman schon in der letzten Ausgabe haben, allerdings wurde das leider vom Spiel nicht so übernommen. Und ja, Tracer macht sich jetzt auf den Weg zum Ring. Und jetzt mal die Frage zu beantworten. Wer ist denn dieser Jerome Lanzer? Und zwar gibt es in den Communities halt irgendwie immer eine Person, die nutzt den Hashtag Evoverse und lädt immer irgendwelche Random-Leute hoch. Und jetzt habe ich mir gedacht, ey komm, da ihr jetzt ein Tracer zum Beispiel von Paul Heyman so ein bisschen unter die Fittiche genommen wurde, der neue Heyman-Guy ist, werden wir es dann jetzt mal so machen, dass er heute mal einen Jobber vernaschen darf, zum Frühstück verspeisen darf. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie er sich hier so schlagen wird, der Tracer. Ich muss aber auch sagen, ich finde diesen Paul Heyman-Style tatsächlich echt geil. Also das habe ich dem angezogen. Das ist so, sind die Klamotten, die er damals bei dem ECW One-Night-Stand getragen hat, bei der Promo, die er gehalten hatte. Ist schon echt nicht schlecht geworden. Für sowas nutze ich doch noch gerne mal, wenn wir aktuell ja, so mehr oder weniger keine große Warteliste haben, nutze ich dann auch gerne mal einen Slot für so ein Outfit, weil das passt einfach besser zu so einem Paul Heyman. Dieser Style statt eben den Anzug, den er trägt. Na gut, also, Tracer am Ring angekommen. Jerome Lanzer prüft nochmal seine Schoner. Das Match beginnt. Und ja, Tracer setzt schon mal hier direkt hier so eine Art Rock Bottom gegen Jerome Lanzer. Der Arme. Ja, da wollte Jerome Lanzer jetzt was zeigen. Und zeigt sogar was. Oh, Tracer, was ist da los? Neckbreaker gegen Tracer. Wird Tracer dieses Match vielleicht doch verlieren gegen Jerome Lanzer? Ja, kommt der Kick. Aber das wird wohl nicht lang gut gehen für ihn. Weil Tracer zeigt halt mehr diese Impact-Moves. Wir wollen die Brezel sehen, wir wollen die Brezel sehen, wir wollen die Brezel sehen. So, jetzt gibt's den Eilschwipp in die Ringecke. Mann, ich will den Taunt sehen, wo er lacht. Irgend sowas. Ja, Mann! Auf Ansage! Danke, Tracer. Sehr gut. Oh Mann, das war jetzt mal nicht so geil. Jetzt müsste eher der Jerome Lanzer über dich lachen. Eilschwipp wieder ins Ringseil. Springt da über ihn rüber, nochmal über ihn rüber und nochmal über ihn rüber. Jetzt müsste er ihn eigentlich wieder auslachen. Oh, jetzt gibt es den Dropkick, aber Tracer fällt nicht um. Und wieder hier dieser Choke, Pinfall 1, aber Jerome Lanzer kommt raus. Ich kann übrigens auch sagen, Jerome Lanzer wird jetzt nicht lange Teil hier vom Evoverse sein. Jetzt gibt es den Superkick. Jetzt der Kick auf Jerome Lanzer. Wie lang geht das noch gut hier für ihn? Auf jeden Fall schaut euch das mal an. Es gibt da einen, der diesen Jerome Lanzer erstellt. Der geht immer auf Inhalte des Spielers. Der hat immer in all seinen Sachen, hier hochlädt, nutzt er den Hashtag Evoverse und der lädt immer irgendwelche Jobber oder sowas hoch. Da hab ich mir gedacht, ey komm, der Typ muss sich ja mit meinem Kanal befasst haben. Also schauen wir uns das mal an, was der so lädt. Und jetzt Jerome Lanzer zweifelt an sich. Der hat keinen Bock mehr auf Tracer. Aber Tracer zeigt einfach mal den Jobkick. So, jetzt schnappt er ihn sich. Aber da kann jetzt Jerome Lanzer wieder kontern.
Und jetzt wieder der Kick. Und nochmal hier so ein Neckbreaker von Jerome Lanza. Jetzt wieder den Schlag. Ich will mal Paul Heyman sehen, Mann. So, auf jeden Fall Lanza wieder im Ring. Ah, da unten ist Paul Heyman. Ja, das sieht schon stylisch aus. Vielleicht sollte ich den mal hochladen in die Community-Inhalte. Und Spear gegen Jerome Lanza von Tracer. Und der Pinfall. 1, 2. Aber nochmal der Kickout. Aber ich glaube, Tracer hat garantiert noch sowas wie einen Cutter im Repertoire. Er zeigt er noch nicht. Er spielt noch ein bisschen mit ihm. Aber ist halt Tracer, ne? Unser verrückter Clown. Unser neuer Heyman-Guy. Immer noch kein Cutter. Aber er kann nicht lange noch hier auf sich warten. Jetzt soll er kommen. Ich hoffe, wenn der durchgeht, dann war es das für Jerome Lanza. Jo, da kommt der Cutter. Pinfall. 1, 2. Was? Jerome Lanza kann sich befreien. Kick out von Jerome Lanza. Das gibt's ja gar nicht. Was macht Tracer jetzt? Steigt aufs oberste Seil? Bitte Jerome Lanza aufzustehen. Kommt jetzt angeflogen und zeigt einen Hurricane Rana vom obersten Seil. Macht Tracer? Ach, ich dachte gerade, der macht jetzt auf Booker T. Spinneroonie oder so. Oh, Lanza kann nochmal hier wieder einen Akzent setzen und sich befreien. Und Codebreaker von Jerome Lanza. Was hat er jetzt vor? Und Jerome Lanza mit seinem Comeback. Kommt angeflogen. Closer geht schief. Auf jeden Fall ist kein Squash-Match, das können wir schon mal sagen. Und jetzt gibt's die Kicks hier von Lanza. Tracer mit Problemen. Und jetzt nimmt er... Was macht er jetzt hier? Versucht den Clown ordentlich zu schwächen. Und jetzt soll der Finisher kommen von Jerome Lanza. Oh, das ist Hellsgate, oder? Ja, aber Tracer kommt raus. Boah, das hält's ja der Kimura-Lock. Ja, da rennt Tracer wieder genau in sein Knie rein. Pinfall wieder. 1, 2. Und Tracer kommt nochmal raus. Kurz vor Schluss kommt Tracer hier nochmal raus. Jetzt der Kick wieder. Was ist auf einmal los hier? Jerome Lanza dreht total auf. Und jetzt zeigt er auch nach oben. Die Crowd ist, glaube ich, auf seiner Seite. Jetzt versucht er den unfairen Pin, so wie es aussieht. Eins, ja, aber da kommt Tracer direkt raus. Soll vielleicht Tracer mal sein Comeback machen? Ja, alles da, Neckbreaker geht schief. So, jetzt gibt's wieder hier so ein Chokeslam. Und Tequila Sunrise von Tracer. Mich wundert es ja, dass Heyman eben nicht eingegriffen hat, irgendwie den Ringrichter ablenkt oder so. Ja, das geht wieder schief. Eilschlüpp in die Ringecke. Und der hat gesessen, allerdings, das war jetzt komisch von ihm. Und wieder. Der Reversal. Und nochmal der Cutter. Ist das jetzt die Entscheidung? Pinfall. 1, 2. Ja, und da holt sich Tracer dann doch den Sieg. War dann doch ein hartes Stück Arbeit, aber dann hat er dem Jobber dann am Ende doch keine Chance gelassen. Ja, unser neuer Heyman-Guy holt sich also direkt mal den ersten Sieg. Ich glaube, er hat nur ein bisschen mit dem Gegner gespielt. Der wollte es einfach nur spannend machen. Der wollte uns ein bisschen Gameplay hier zeigen. Sonst wäre es ja auch langweilig gewesen, wenn Tracer hier auf einmal jetzt anfängt, die Leute wegzusquashen. Na gut, dann gehen wir mal weiter. So, dann haben wir noch Bob gegen El Mysterio Luchador, da holt sich der El Mysterio Luchador den Sieg. Jacob Cass gegen Kin Medaro, da holt sich Jacob Cass den Sieg.
Kevin Miller gegen Ella Lil, hier holt sich Ella Lil den Sieg. Und Death Psycho Main Event gegen Subix, hier holt sich Death Psycho den Sieg. Ja, der braucht auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen Aufbauarbeit, nachdem er leider gestern seinen Koffer nicht erfolgreich eingecashed hat. Das haben wir auch lange nicht mehr gesehen. So, dann schauen wir mal in die News rein, was zusammen. Death Psycho erreichte einen Überraschungssieg gegen diesen Gegner. Damit hat er seinen verzweifelten Angriff nach dem Match erfolgreich umgewandelt. Dem WWE-Universum gefiel diese neu gezeigte Zurückhaltung ausnehmend gut und die Menge jubelt ihm zu, als er mit genau richtig dosiertem Nachdruck seinen Gegner dumm dastehen ließ. Kimi Dao griff Jacob Cass von hinten an und ließ seinen Frust an einem wehrlosen Superstar aus. Das WWE-Universum ließ in der Arena ohrenbetäubende Einwände gegen diese aggressive Aktion hören und macht ihm deutlich, dass er heute Abend eine Grenze überschritten hat. Also, Kimi Dao ist jetzt anscheinend wieder Heel. Er kommt bei den Leuten nicht gut an. Wir haben noch 7 Wochen Adams gegen Walter. Wir haben noch 10 Wochen Cass gegen Kimi Dao und wir haben noch 11 Wochen Death Psycho gegen Xubix. Also, Rivalitäten sind erstmal geblockt. Championship Ranking gucken wir dann selbstverständlich auch noch rein. Walter mit seinem wunderschönen Holztitel hier. Tracer ist auf die 2 hoch. Also, anscheinend hat ihm der Wechsel zu Paul Heyman ordentlich was gebracht. Prince, Jordan Pigeon, Ella Lilson hochgeklettert, Michael Adams logischerweise nach der Niederlage gestern abgestürzt, Killer Gamer, Death Psycho, Xubix, El Mysterio, Luchador am Plätze gemacht, JCC Styles auch, El Ranko auch nach der Niederlage auf dem letzten Platz. Tag Team Division haben wir immer noch keinen, hier sehen wir die Leute, die momentan noch auf Jobsuche sind, beziehungsweise auf Rankingsuche. Dann gehen wir mal zu Main Event und schauen uns an, was da noch so passiert. So, haben wir Derrick Gordon Jr. gegen Tom Mitchell, hier holt sich Derrick Gordon Jr. den Sieg, Leonard gegen Jacob Cass, hier holt sich der Leonard den Sieg, JCC Styles, Blake Baldwin, Jordan Pigeot, hier holt sich Blake Baldwin den Sieg, Michael Adams gegen The Devil of Joker, hier holt sich Michael Adams den Sieg, David Hawkins und Jack the Hammer Cole gegen JDB und Adam Black, hier holen sich JDB und Adam Black den Sieg, Ultra Demon, Jonathan the Demon gegen Morris King und Crimson Shaw, hier holen sich die Sons of Destiny wieder einen Sieg und im Main Event Walter gegen Xubix, hier holt sich Walter den Sieg. Ey, was hier auf einmal Leute gewinnen, die vorher nichts geschissen bekommen haben. Ja, meine Lieben, und damit sind wir wieder am Ende einer weiteren Folge angekommen. Heute haben wir wieder ein bisschen schön das Ganze weitererzählt, was hier so uns an oder was wir an Storylines aufgebaut haben. Also momentan richtig Bewegung im Eververse. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Lasst euer Feedback gerne wieder in den Kommentaren da. Würde mich sehr, sehr freuen, was ihr so momentan über das Projekt denkt. Ansonsten schaut mal die Social Media Accounts oder bei den Social Media Accounts von mir vorbei. Die Links dazu in der Videobeschreibung. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Wenn ihr dort registriert seid, würde ich mich natürlich noch sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Accounts mal ein Follow hinterlassen würdet. Wäre eine coole Aktion von euch, wenn ihr mich dadurch supporten würdet. Gerade Instagram sage ich mittlerweile auch, versuche ich jetzt immer so gut wie jede Nachricht zu beantworten, weil ich dann doch festgestellt habe, dass sich Instagram als Social Media Account oder Social Media Network bei euch am meisten durchgesetzt hat. Und deswegen, nachdem ich es die ganze Zeit ignoriert habe, beantworte ich jetzt auf jeden Fall da die ganzen Nachrichten. Ansonsten natürlich auch meinem YouTube-Kanal ein Abo hinterlassen, wäre eine coole Aktion von euch. Wenn ihr Teil meiner Community werdet, jeden Tag 15 eine neue Folge von diesem YouTube-Projekt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei am Ball bleibt. Wünsche euch dann jetzt allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Nochmal vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Haut rein, habt noch eine geile Zeit. Macht's gut und ciao.